So, ein wunderschöner Gemäuer aus Irland wieder mal. Ne? Heute ist der fünfte Tag, wo wir uns hier aufhalten. Und wir haben übernachtet auf der Achill Islands an der Drehbrücke mit dem schönen Hotel hier. War gut. Und jetzt geht es weiter den Wild Atlantic Way entlang Richtung Bangalore und dann hoch nach Siglo. Irgendwo suchen wir uns wieder Zimmer und fahren vorher schön die Küstenstraße ab. Das Wetter spielt einigermaßen mit, mal eine kleine Schauer, mal ein bisschen Niesel, mal die Sonne. Aprilwetter im August in Irland. Wunderbar. Bis jetzt sind wir noch kein einziges Mal nass geworden. Juhu, haben wir ein Glück wieder, ne? I wish you were some. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Ja, hallo, guten Morgen. Wir sind heute unterwegs in der Norden von Irland, im Achillzaun sind wir hier. Hier ist 1588. Da sind 5 Schiffe von der spanischen Armada untergegangen. Ne? Das ist hier also der Spanish Armada Viewpoint, ist es hier am Wild Atlantic Way Richtung Norden hoch. Don't stop to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight. Am Wild Atlantic Way sind immer solche Zeichen. Die Welle, es bedeutet praktisch Wild Atlantic Way. Und dann steht hier der Name von der Sehenswürdigkeit, ist hier aus Stahl rausgeschnitten worden. Also mit Wasserschneider oder ne, irgendwie rausgeschnitten worden oder gelasert worden. Und das ist also, wie gesagt, der Platz, wo die spanische Armada 5 Schiffe verloren hat, 1588. Und jetzt geht's weiter Richtung Norden. To take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break. Nach Ballina sind wir unterwegs und hier sind Torffelder, also hier ist praktisch Moor und hier wird Torf gestochen. Damit heizen viele Leute in Irland noch ganz normal ihre Öfen. Also der Torf trocknen und der wird dann im Winter wieder als Brennmittel, als Heizmittel benutzt. Ne? Gibt auch in Irland noch Kraftwerke, die mit Torf geschürt werden, aber die sollen, glaube ich, soweit ich weiß, laut der EU zugemacht werden, wenn sie nicht schon zu sind. Ja, wunderschön, wie immer, wenn wir unterwegs sind, www.petrus.de. Das mit dem Torfabbau sehen wir uns auf einem Film an, den wir 2016 in Connemara gedreht haben. Sind wir also hier auf einem Torffeld und der Herr da zeigt uns jetzt gerade mal, wie er den Torf abbaut, wie er sticht. Ne? Das ist also richtig arbeiten. Er macht es nur für sich selber, tut es also nicht verkaufen. Es geht einen Long Winter. Geht's, ne? Die werden geteilt, die Torfstücke, und werden dann in der Sonne getrocknet, 3 Monate lang. Jetzt geht es weiter, noch bis an der Küste entlang. Hoffe, dass das Wetter so bleibt. Und heute Abend suchen wir uns irgendwo schönes Bed and Breakfast. If you
Auf dem Weg von der Achill Island Richtung Siglo über die R314 erreichen wir kurz vor Ballycastle die Ausgrabungsstätte Kaya Fields. Hierbei handelt es sich um die Reste einer 5000 Jahre alten Siedlung. Die schauen wir uns aber nicht an. Die tollen Klippen hier direkt neben der Straße haben es uns angetan. Wir machen bei tollem Wetter klasse Fotos und ich übe mal wieder mit meiner Drohne. So sieht der irische Regen aus. Ganz trocken. So, jetzt sitzen wir irgendwo in der Nähe von Sligo, in so einem ganz kleinen Ort. Da haben wir ein Zimmer gefunden, direkt am Meer. Das ist halt Irland. Irland, wo nur Regen gemeldet ist seit einer Woche. Wir immer nur im besten Wetter rumfahren. Genial. Ebbe, das Meer haut ab. Wow. Das war es für heute gewesen. Im nächsten Teil geht es dann entlang des Wild Atlantic Ways weiter nach Donegal. So, das war nun also Teil 4 unseres Reiseberichtes. Wenn ihr möchtet, könnt ihr wie immer bei Teil 5 gerne wieder vorbeischauen. Grüße aus Großostheim, Christina und Jürgen.